Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Freue mich, dass du heute wieder da bist. Wir machen auch schnell das Thema. Und zwar werde ich die Einleitung kurz mit einem Special Effekt machen. Achtung, los geht's. So. Die Schulterklappen sind drauf. Wie habe ich denn das gemacht? Okay. Wir wollen heute kurz über Dienstgradabzeichen sprechen. Deshalb sind die nämlich drauf. Und Funktionsbezeichnungen. Nach der Feuerwehrverordnung in Niedersachsen. Wichtig ist, die Länder weichen voneinander ab. Die Frage kam im anderen Video, deshalb jetzt nochmal der Hinweis, das gilt natürlich für Niedersachsen, was ich jetzt hier sage. Aber ich denke mal, das ist ganz interessant. Ja, die Feuerwehrverordnung. Ich habe das schon mal vorhin erzählt, als ich auf die Mindeststärke eingegangen bin. Ja, die Mindeststärke, das Video hier oben, sehr interessant. Und wie gesagt, in der Feuerwehrverordnung, was hier gelb markiert ist, findet man so Sachen wie eine Feuerwehr aufgebaut ist, eine freiwillige Feuerwehr, was es für taktische Einheiten gibt, ne? Selbstständiger Trupp, Staffel, Gruppe und so weiter. Wie die Mindeststärke ist, wie gesagt, das ist jetzt in der Info oben eingeblendet, dieses Mindeststärke-Video. Ansonsten wollen wir jetzt hier unten darum kümmern, wie die Dienstgradabzeichen in der Feuerwehr sind. Ist so hier der dritte Teil in der Feuerwehrverordnung. Da steige ich kurz drauf ein, und zwar, wer ist was? Was hat derjenige für einen Dienstgrad? Und wer kann was sein? Ne, nur weil ich alles über Feuerwehr weiß und vielleicht bildhübsch bin und immer zum Dienst komme, heißt es das nicht, dass ich automatisch einen höheren Dienstgrad bekomme. Da gibt es nämlich ein paar Voraussetzungen, die sind aber auch nicht dramatisch schlimm. Man kann richtig schnell nach oben kommen, wenn man sich Mühe gibt. Und ich gebe euch kurz das Rezept oder wie es in der Feuerwehrverordnung steht, wie da der ideale Weg ist. Ne? Die Dienstgradabzeichen. Das sind sozusagen die Dinger, die ich hier gerade auf der Schulter habe. Was das jetzt für welche sind, kommen wir gleich zu. Das wisst ihr gleich. Diese Dienstgradabzeichen befinden sich zum Beispiel auf meiner Dienstanzugsjacke. Die sind hier oben drauf, okay? Das sind die gleichen. Wichtig, wenn man diese Schulterklappen, nennen wir sie auch, drauf macht, muss man die richtig rum drauf machen. Ne? Ich gebe euch einen Tipp. Hier sind so Pfeile drauf und da oben zeigen sie in die Richtung, hier in vorne in die Richtung. Also mein Tipp ist, die zeigen vorne nach innen mit den Daumen zum Mann, yeah, ne? Und hinten dementsprechend nach außen. Ne? Also gehen diese vorne rum. Und außen ist das gerade. Hier drin ist das Gerundete, ne? Also so gehen die Pfeile. Könnt ihr sehen? So gehen die Pfeile. Okay. Kommen wir zu den Dienstgradabzeichen. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass wir alle mal so angefangen haben, und zwar als Anwärter. Als Feuerwehrfrau-Anwärterin, ich zum Beispiel, oder andere als Feuerwehrmann-Anwärter. Das sieht so aus. Das ist diese Schulterklappe. So sieht die aus. Nochmal ein bisschen dichter. Ne? So, möchte nur daran erinnern, dass wenn nochmal Fragen kommen von vielleicht Anfängern, dass man da mal dran denkt, ich wusste das selber mal nicht alles. Ne? Also ruhig bleiben und den Neulingen helfen. So sehen sie aus. Diese Schulterklappe bekommt jedes aktive Mitglied, also jeder, der einen aktiven Dienst eintritt, bekommt erstmal so eine Schulterklappe. Mit keinerlei Ausbildung gehört er erstmal zum Team, zur Kameradschaft dazu. Das heißt, ab sofort, wenn der Kamerad oder die Kameradin Kummer hat, ist eine große Familie in der Feuerwehr da, die mit ihm zusammenhält und ihm aus der Patsche hilft, beim Umzug hilft, beim Feiern hilft. Ne? Oft gibt es auch Getränke, die müssen mal weg. Da sind wir da. So, also Feuerwehrmann Anwärter. Ich will euch mal kurz das Prinzip erklären, ein bisschen Struktur reinbringen, wie diese ganzen Dienstgrade, gibt es ein paar mehr, wie sie sich aufbauen. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Jeden Dienstgrad, den wir haben, ist erstmal da. Dienstgrad. Und den gibt es dann als Ober mit einem Stern, als Haupt, bla bla bla, mit zwei Sternen. Und erster Haupt, das ist was Besonderes in Niedersachsen, mit drei Sternen. Okay? Füllt sich jetzt gleich. Und zwar der Feuerwehrmann. Das ist die nächsthöhere. Nach dem kommt das. Der Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, ne? FM oder FF, ist erstmal nur der Dienstgrad.
Das ist die erste Stufe. Die nächste ist Oberfeuerwehrmann. Das wäre mit einem Stern. Mit zwei Sternen Hauptfeuerwehrmann. Mit drei Sternen erster Hauptfeuerwehrmann. Okay, jetzt könnt ihr schon mitraten. Nächste Spalte, Löschmeister. Los geht's. Richtig, Oberlöschmeister. Hauptlöschmeister. Erster Hauptlöschmeister. Okay, das waren die ganzen Silbersternchen. Jetzt kommt hier die Reihe. Ich bin da leider nur Brandmeister. So, Brandmeister ist das gleiche. Oberbrandmeister kommt als nächstes, aber mit einem goldenen Stern. Das sieht schon geil aus. Besonderen Gruß an meinen besten Freund, Oberbrandmeister. Du weißt Bescheid. Dich meine ich gerade. Egal, Oberbrandmeister. Weil er ist da besonders stolz drauf. Der poliert diesen Stern. Da ist schon die Farbe runter mittlerweile. Okay. Hauptbrandmeister, zwei goldene Sterne. Und erster Hauptbrandmeister, drei goldene Sterne. Wiederholt sich immer, ne? Wenn man die Struktur mal verstanden hat, kann man selbstmäßig selber zusammenbauen, ne? Oberhaupt, erster. Fertig. Das steht natürlich auch nochmal schön, ich nenne es mal anders übersichtlich, in der Feuerwehrverordnung. Ne? Anwärter, Feuerwehrmann, Löschmeister, nächste Seite, Löschmeister, die ganzen Brandmeister. Und hier unten sind welche, die habe ich gerade nicht benannt. Also diese drei, die gibt es auch nicht so oft. Hier ist das der Abschnittsbrandmeister, Kreisbrandmeister mit einem goldenen Stern und dann der Regierungsbrandmeister mit zwei goldenen Sternen. Die sind aber so selten, ne? Ist schon was für Fortgeschrittene. Okay. Ja, zu dieser... Also deshalb wisst ihr schon, wenn er mich jetzt sehen will auf der Straße, wisst ihr auch, gucke mal, der Feuerwehr-Willi, der ist Brandmeister und hat sogar noch die Schulterklappen richtig rum drauf. Bam. Sehr gut. So, dann hat der Willi noch eine Mütze, wie ihr alle dazu, eine Dienstmütze. Ne? Hinweis, in geschlossenen Räumen wird die nicht getragen, nur draußen, ne, zu feierlichen Anlässen. Sobald man in den Raum reinkommt, geht das Ding runter. So. Hier ist bei mir eine Kordel, die ist nicht normal. Also für mein Amt schon. Ich zeige euch ganz kurz, worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass man daran auch erkennt, was für einen Dienstgrad der ungefähr hat. Nämlich die erste Reihe hier, die ihr von eben, die ganzen Feuerwehrmänner und Frauen, ja, die haben nämlich nicht so eine Kordel drin, die haben noch so ein schwarzes Plastikbändchen hier vorne. Die Löschmeister, für mich übrigens die hübscheste Schulterklappe, ne, das sind die hier. Ich habe hier mal einen Löschmeister mit einem Stern. Was war das nochmal? Guck mal. Oberlöschmeister. Die haben schon eine Kordel und zwar so eine Rot-Silber-Kordel. Da ist das hier so rötlich gestreift. Und die Brandmeister wie ich haben hier so, das sind Silber. Ne? Damit Schulterklappen oder Schulterklappen und diese Kordel zusammen ist beim Dienstanzug die... zeigt den Dienstgrad, wo man sich befindet. Okay? Das ist der Dienstgrad. Wenn man den einmal hatte, kann ihn keiner mehr nehmen. Ne? Wenn man mal befördert wurde, mit hatte heißt nicht vom Nachbarn abgerissen, sondern man muss sich natürlich erwirtschaften. Wenn man die einmal hatte, behält man die sein Leben lang. Und jetzt kommen wir mal zu den Funktionsabzeichen. Weil Funktion heißt ja, was ich für eine Aufgabe, meine Funktion in der Feuerwehr, ne? Okay, Funktionsabzeichen. Was gibt's da? Fangen wir mal mit mir an. Der Feuerwehr-Willi, wer hätte das gedacht, hat ja so was auf dem Ärmel. Das ist nicht von der letzten Wäsche übergeblieben, das ist ein Zeichen. Und was das für ein Zeichen ist, seht ihr jetzt? Der Feuerwehr-Willi ist sogar ein echt Ortsbrandmeister. Ja? Übrigens auch immer mehr Ortsbrandmeisterinnen im Amt, finde ich auch super. So, also Ortsbrandmeister, das ist das Zeichen. Das wird dann links auf dem Ärmel hier so etwas höher wie die Uhr angebracht. Ne? Der Stellvertreter hat einen so, wir sagen mal Pommes dazu. Das ist auch so ein Aufnäher mit so einem weißen Strich. Okay? Die beiden haben als Funktionszeichen, also in der Grundausstattungswehr kann ich auch als Gruppenführer Ortsbrandmeister sein. Ich muss dafür kein Zugführer sein. Kommen wir gleich zu. Aber als Gruppenführer hätte ich eigentlich nur einen Streifen, das nehme ich schon mal vorweg.
Aber jetzt ist mein Funktionsabzeichen, dass ich Ortsbahnmeister bin, einer von den beiden, zwei Streifen. Ne? Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich mal nicht mehr Ortsbahnmeister bin und habe nur eine Gruppenführerausbildung, muss ich einen Streifen wieder abmachen. Den Gruppenführer habe ich trotzdem noch, aber ich bin kein Ortsbahnmeister mehr. Okay? Nur mal so als kleiner Hintergrund. Bei uns ist ein Stadtbrandmeister, ich wohne in einer Stadt, andere wohnen vielleicht in einer Gemeinde, da ist ein Gemeindebrandmeister. Der hat fast das gleiche Abzeichen, natürlich auch noch mit einem extra Sternchen. Ne? So. Und der Stellvertreter hat nicht nur einen Strich, sondern hat gleich zwei Striche. Zwei so schöne Pommes. Gut, der Helm ist natürlich eine durchgezogene Linie über diesen Reflektorstreifen hier. Ne? Daran sieht man den Gemeinde- oder Stadtbrandmeister. Wenn der zur Einsatzstelle kommt, hat er natürlich nicht seine Uniform an. Ne? Da kann ich nicht sehen, ob er das hat oder mit einem Sternchen drin. Das kann ich aber ableiten, wenn ich dann seinen Helm sehe im Einsatz. Ne? Okay? Wir kommen ja nicht in Uniform, in Krawatte zum Einsatz. Ne? Da haben wir ja einen Kampfanzug an. Okay. Das einmal zusammengefasst. Die Helmkennzeichnung kommt gleich noch. Ich möchte mal ganz kurz, was es noch für Funktionen gibt. Eine typische, die ihr kennt, sind diese ganzen Jugendfeuerwehr-Kennzeichen. Ne? Vom Kreisjugendwart bis zum ganz normalen, auf Ortsebene Jugendwart, da geht es um die Umrandung, haben verschiedene Farben bei uns. Blau, Rot, Silber, Gold. Ne? Könnt ihr euch mal gerne durchlesen, ist ganz interessant. Aber ich habe eben gerade gesagt, ich komme nochmal zu den Helmkennzeichen. Darauf wollte ich jetzt mal kurz eingehen. Und zwar, Helmkennzeichen, das erste war Gruppenführer, hat einen Strich. Oben drüber. Gruppenführerausbildung. Er muss nicht eingesetzt sein als Gruppenführer. Dass eine Helmkennzeichnung heißt, wie fit ist der? Lohnt es sich, den zu fragen, wenn ich ein Problem habe? Dann sehe ich, oh, Gruppenführer. Entschuldigung, kannst du mal? Ne? Gruppenführer ist die, ich habe es extra unterschrieben, die Ausbildung. Das heißt, nach einem Gruppenführer Teil 2 Lehrgang in der Landesfeuerwehrschule kann man sich nach erfolgreichem Abschluss natürlich diesen Streifen gleich bestellen, aufkleben. Ne? Super. Zugführerausbildung sind zwei Streifen. Oder halt Ortsbahnmeister, ne? Der hat auch den zweiten, da ist der zweite im Funktionsabzeichen. Ne? Ich bin zum Beispiel Zugführer einer Grundausstattungswehr, also ausgebildeter Zugführer. Das heißt, wenn ich auch kein Ortsbahnmeister mehr bin, kann ich den zweiten Streifen trotzdem behalten, weil ich Zugführer bin. Ne? Bei mir verrät das nicht, dass ich Ortsbahnmeister bin. Okay, für die ganz Fortgeschrittenen. Kommen wir zum nächsten, hatten wir eben schon. Gemeindebrandmeister, Stadtbrandmeister. Ein Streifen. Wer fehlt noch? Zwei Streifen, der Kreisbrandmeister. Mehr passt auf dem Helm nicht rauf. Ne? Einmal für euch zusammengestellt. Super. Das war schon dazu. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu den Voraussetzungen, weil ich werde ganz oft gefragt, also auch hier in der eigenen Wehr oder mit Freunden oder sowas, wo es manchmal Diskussionen gibt oder Missverständnisse, möchte ich kurz mal erklären, welche Voraussetzungen man hat, um irgendwie einen Dienstgrad zu bekommen. Wie wird man denn das? Welchen Weg muss man gehen? Ne? Darauf komme ich jetzt mal. Voraussetzungen für einen Dienstgrad. Wir hatten eben schon mal gesagt, das ist sozusagen die Reihenfolge. Ich habe jetzt hier nochmal diesen Anwärter oben reingeklatscht und dann den Feuerwehrmann die Reihe, Löschmeister und die Brandmeisterreihe. Ich mache jetzt nochmal das Häufigste. Nicht alles, es gibt natürlich viele Kombinationen, wie das steht, alles in der Feuerwehrverordnung. Aber ich fasse es mal für euch zusammen. Ganz einfach. Wenn ich in aktiven Dienst eintrete und aufgenommen werde, erhalte ich diese Schulterklappe. Diese Schulterklappe ist ja FFA, also Feuerwehrfrau Anwärterin oder Feuerwehrmann Anwärter, FMA. Ne? Also hält man erstmal diese als Basis. Und man hat noch nichts. Jetzt geht man zur Truppmannausbildung, Truppmann Teil 1, und besteht auch noch. Das ist natürlich ein Knaller. Dann bekommt man sofort danach diese Feuerwehrmann-Schulterklappe. Ne? Also man hatte erst die, jetzt die. Gut. Danach, Truppmann ist bei uns so, man hat 2 Jahre Praxisausbildung, man muss dann nochmal eine Truppmann-2-Prüfung machen. Ne? Man hat ganz viel Praxiserfahrung, die man sammeln muss. Man hat dann die Prüfung und man hat Truppmann-2 erfolgreich bestanden. Dann gibt es erstmal gleich das erste Blümchen oder das erste Sternchen dazu. Ne? Gratulation, du bist jetzt Oberfeuerwehrmann. Du bist ausgebildet. Du weißt erstmal schon mal alle Basics. Ne? Du bist schon mal zu gebrauchen. Und kannst auch schon richtig mitackern. Also ein Stern, der ist fertig. Ne? Also positiv gemeint fertig. So,
Dann, was haben wir noch? Wir können jetzt zwei Wege gehen. Der schnelle Weg, gleich der Feuerwehr-Willi-Extremweg ist, ihr macht gleich einen Truppführerlehrgang. Ihr braucht dafür keinen anderen technischen Lehrgang als Voraussetzung. Das ist manchmal ein Irrglaube. Manche sagen, ich brauche irgendwie zwei technische Lehrgänge. Nein. Also man braucht einen Truppführerlehrgang und 4 Jahre Dienstzeit. Von davor an, bis man das durchlaufen hat, ist man eh schon locker 3, 4 Jahre schon fast rum. Ne? Das heißt, man kann eigentlich fast nahtlos danach Hauptfeuerwehrmann werden. Zweiter Weg wäre für die Entspannteren, man will nicht zum Truppführer, dann macht man 2 technische Lehrgänge, das ist die Alternative, und muss 10 Jahre Dienstzeit haben. Ne? Danach ist man nämlich Hauptfeuerwehrmann. Okay? Das ist so das Häufigste. Und da hier an der Stelle entstehen schon die ersten Missverständnisse. Okay. Dann, ja, nach dem Hauptfeuerwehrmann gibt es 2 Wege, die man gehen kann. Der eine Weg wäre, man hat 2 technische Lehrgänge und dann 20 Jahre Dienstzeit. Oder man hat einen Truppführerlehrgang gemacht und hat 10 Jahre Dienstzeit. Dann bekommt man die wunderschöne erste Hauptfeuerwehrmann-Klappe. Ne? Die hat 3 Sterne drauf, ganz normal Feuerwehrmann, aber die sieht schon richtig schön aus. Also die macht schon was her. Ne? Aber man sieht schon, wer die hat, der ist schon ein paar Jahre dabei, der ist ein Erfahrungsjoker. Ne? Den kann man ruhig mal fragen. Okay. Für die, die mehr so Richtung Gruppenführer tendieren, die können gleich einen direkten Weg einschlagen. Die müssen nicht hier drüber gehen. Die können oben direkt, ohne über loszugehen, direkt einen Gruppenführerlehrgang machen und 2 technische Lehrgänge absolviert. Muss man eh für Gruppenführer machen. Also deshalb ist es eigentlich so ein bisschen doppelt hier in der Feuerwehrverordnung, weil ein Gruppenführer ist die Voraussetzung, 2 technische Lehrgänge. Okay, wenn man diesen Gruppenführerlehrgang hat, kann man dann diese Löschmeisterklappe bekommen. Die hier, ne? Gut, natürlich, wenn er sich irgendwann noch mal überlegt, kann er auch noch hier ganz normal einsteigen, Gruppenführerlehrgang hinterher machen, 2 technische Lehrgänge wird er haben und kann dann auch Löschmeister noch werden, ne? Gibt's auch. Okay, ja, hiernach gibt es viele Möglichkeiten, wie man jetzt vom Oberlöschmeister zum Hauptlöschmeister und vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister befördert werden kann. Das ist der ganz normale Beförderungsweg. Da lest bitte selber mal nach. Es gibt mit Jugendarbeit, man ist irgendwelche speziellen Funktionen, die man hat, Pressewart oder sowas. Da kann man hier nämlich bestimmte Dienstgrade haben. Da will ich jetzt nicht drauf einsteigen, das ist einfach zu viel. Guckt es euch an. Wer dafür Interesse hat, irgendwas Besonderes zu machen, der wird es ja bestimmt wiederfinden und weiß seinen passenden Dienstgrad. Ne? Aber ein eingesetzter Gruppenführer wird immer sich in diesem Bereich tummeln schon mal. Ne? Der hat eine Gruppenführerausbildung danach, wenn er danach eingesetzt wird, auch als Gruppenführer oder selbstständigen Trupp führt oder ne, eine Staffel oder eine Gruppe führt, bekommt er schon mal sowas. Ne? Okay. Eine ganz typische Sache ist in der Grundausstattungswehr. Ich gehe jetzt mal von meinem kleinen Beispiel aus. Da ist mein stellvertretender Außermeister in der Grundausstattungswehr, wohlgemerkt. Der ist Hauptlöschmeister. Ne? Und ich, habt ihr eben gesehen, bin ja Brandmeister. Ne? Zum Beispiel in der Staffelfeuerwehr geht das Ganze ein weiter runter. Da ist das sozusagen der Stellvertreter ein Brandmeister und der Ortsbaumeister ein Oberbrandmeister. So. Okay. Und was ich eben schon sagte, ab dem Gruppenführer befindet man sich eigentlich hier irgendwo von dem Dienstgradabzeichen. Deshalb noch mal ganz kurz will ich mal auf eine Folie eingehen, die ich habe ich bei der Mindeststärke drin. Und zwar diese Folie, wenn ihr das zufällig gesehen habt, wo ich die Mindeststärke definiere, habe ich extra mal dieses Bild, habe ich ja diese Gruppenführer so ein bisschen herausgehoben. Ne? In der Grundausstattungswehr muss es demnach 4 ausgebildete Gruppenführer geben. 4. Und dementsprechend mindestens 4-mal den Dienstgrad Löschmeister oder irgendwas. Ne? Diese Funktion hier werden oft vergessen, weil der Ortsbaumeister-Stellvertreter ja eh die Gruppe vor Langeweile dirigiert. Dazu kommt noch ein Video, wie man sich vielleicht taktisch ein bisschen besser aufstellen kann. Also in jeder Grundausstattungswehr müssen mindestens 4 ausgebildete Gruppenführer sein. Das ist die Mindestvoraussetzung. Und das heißt, man hat auch einen Oberlöschmeister hier, einen Oberlöschmeister hier, einen Hauptlöschmeister hier und einen Brandmeister hier. Ne? Nur mal ganz kurz zur Erinnerung.
Wenn ihr den Willi auf der Straße trefft, mit der Schulterklappe, dem Armabzeichen, der Silberkordel und guckt auch noch ganz schlau, der ist Brandmeister. Hier habt ihr nochmal alles in der Übersicht, noch mit den Abkürzungen dazu. Das werde ich nochmal als Folie auf meine Internetseite packen. Das kann man sich vielleicht nochmal ausdrucken und aufhängen vielleicht. Das sind die häufigsten, wie gesagt, die es so gibt. Wunderbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich jedes Mal über ein paar Gefällt mir von euch und empfehle mich ruhig weiter. Es macht mir Freude. Vielen Dank für eure tolle Resonanz. Ja, ihr seid super, ne? Macht's gut. Euer Feuerwehr Willi.